Darkwood-Störung. Untersucht ein Vorkommnis beim Darkwood-See. Wir sollen ja sowieso als nächstes zum Darkwood gehen. Deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, wir machen erstmal was anderes. Räuber haben Leute aus Bowerstone entführt. Sucht die Bande und befreit die Geiseln. Eine Räuberbande hat euch gebeten, einen ihrer... Der Spion weiß nicht, dass man ihm eine Falle gestellt hat. Wir machen erstmal die Schatzsuche hier. Leute entführen? Das gibt's hier nicht. Nicht in meiner Welt. Oh nein. Da habe ich ganz eindeutig etwas dagegen. Da bin ich absolut dafür, irgendwie etwas dagegen zu unternehmen, quasi gesehen. Und ich nehme dafür auch die ein oder andere Großtat in Kauf, wie zum Beispiel keinen Schaden nehmen. Erledigt dies im Zeitlimit, natürlich. Enthauptet den letzten Räubergeneral, ja, sicher. Machen wir doch alles glatt. Irgendwie so. Denke ich mir jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ein Lakaienhelm, guckt mal. Ich kann euch was Tolles zeigen. Seht her, diesen Lakaienhelm. Seht ihn an. Lobpreiset mich. Hier, du musst ihn auch noch sehen. Ja. Ich bin voll bekannt und so. Ich bin voll bekannt. Ich bin super mächtig. Ne, 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 ne. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, also die Karte sagt, dass ich hier lang muss. Aha. Und dann läuft mir jemand entgegen. Sei Dank, ihr seid hier. Die Räuberbande, die ihr sucht, hat Geiseln genommen. Sie sind in den Greedwood gerannt. Vielleicht könnt ihr sie einholen. Viel Glück. Ich warte hier und sende, wenn möglich, Hilfe. Hilfe senden? Ich brauche keine Hilfe. Sie hat Greedwood gesagt. Ich sage immer Greatwood. Greedwood? Greatwood? Okay. Von mir aus. Egal. Es ist ein Wald. Wir gehen jetzt in den Wald rein und schnetzeln ein paar Räuber. Ich glaube, das verstehe ich. Ja. Ein Held soll hinter uns her sein. Wenn er uns erwischt, kriegen wir nie das Lösegeld für diese Ba. Wir sollten verduften. Los, trennen wir uns. Bob, du gehst mit der hier zum Fisher Creek. Ich und Red nehmen die andere mit zum Greatwood See. Wir lassen die Jungs hier, die sich um ihn kümmern. Los. Sehr raffiniert von euch, Leute. In der Tat, aber leider nicht raffiniert genug. Fisher Creek, ja? Interessant. Da waren wir auch schon eine Ewigkeit nicht mehr. Aber normalerweise holt man sich da ja auch nur die Angel und dann verduftet man wieder. Oh, ihr kleinen Räuber, ihr tut mir leid. In der Tat. Oh, ah ja, stimmt, nur Zeitlimit. Ich habe noch 5 Minuten für die ganze Geschichte hier. Na, das sollte ja eigentlich hinzubekommen sein. Denke ich mir mal so. So, lass mal wieder auffrischen. Zack. Fisher Creek. Erste Geisel retten. Ja, wieso? Ja. Vielleicht werden mich die Geiseln, also die dann ehemaligen Geiseln, anhimmeln und von meinen Heldentaten erzählen. Was zum Teufel? Der Bursche bedroht mich dauernd. Tut doch was. Ja. Der Bursche bedroht mich Kommt schon, dauernd. gebt euer Bestes. Hä? Mir und meiner Bande seid ihr nicht gewachsen. Ja, das sehe ich jetzt offen gesagt anders. Okay, ich hatte jetzt zuerst. Achso. Ich hatte jetzt zuerst die Vermutung, dass das so eine Geschichte wird. Komm mir nicht näher oder ich werde die Geisel töten oder so. Aber dann hätte ich einfach meinen Bogen rausgekramt. Also, das wäre jetzt auch nicht so das Ding gewesen. Danke für die Rettung, o Held. Der Räubergeneral und sein Stellvertreter haben meine Schwester. Die Räuber sagten, sie brächten sie durch den Greatwood See. Dort könnt ihr sie schnappen. Ich gehe nach Bowerstone, da ist es sicher. Lalala, ich gehe nach Bowerstone, da ist es sicher. Und meine Schwester ist mir ganz egal. Tralali und tralala. Na gut, dafür sind wir ja da. Es sei ihm an der Stelle verziehen. Gut. Dann mal los und ab dafür. Wir haben noch 3,5 Minuten. Go, go, go.
Aber ich glaube, das ist eine relativ einfache Quest. Ist generell, also sowohl das eben gerade mit dem Räuber zum Galgen bringen, als auch die Quest hier, das ist jetzt wieder alles ein bisschen simpler. Muss man ja fast schon sagen. Irgendwie so, naja. Also ob die Entwickler halt nochmal was einbauen wollten, weil irgendwie, wir können das Spiel ja jetzt noch nicht enden lassen. Aber ist jetzt nicht so, dass man sich so denkt, boah, da haben die aber nochmal ein Effektfeuerwerk an Kreativität quasi gesehen uns Spielern zukommen lassen. Ist alles so ein bisschen... Aber mein Anführer hat irgendwo bei Greedwood sie noch eine Geisel. Ihr besiegt mich nicht. Seht her! Was soll ich denn sehen? Ihr besiegt mich nicht, seht her. 2 Sekunden später, tot. Entschuldigung, aber ich habe jetzt keine Zeit, um mich mit irgendwelchen Idioten so ein bisschen länger herumzuschlagen. Da ist mir irgendwie tatsächlich meine Zeit ein bisschen zu schade. Wir müssen ja zusehen hier. Go, go, go. Das Let's Play läuft schon eine ganze Weile. Wir müssen ja weiter vorankommen. Also, bitte euch. Aha. Ah ja. Sieht sie jetzt schnieke aus? Sieht sie nicht schnieke aus? Könnte man mit leben, so einigermaßen. An Ophelia kommt sie trotzdem nicht ran. Sonst ist die Tusse dran. Letzte Chance, sonst ist die Tusse dran. Oh, das klingt irgendwie so wie, ich muss jetzt tatsächlich mal mit dem Bogen arbeiten. Moment. Treffe ich den von hier aus? Ich hoffe. Ist er das da überhaupt? Genau. Nichts zu verlieren. Ich komme. Hab ich nichts zu verlieren? Ich komme. Okay, sie lebt noch. Achso, oh. Ja, du bist gleich gerettet, meine Liebe. Ich habe die Sache quasi gesehen unter Kontrolle. Quasi. Fast. Also irgendwie schon. Also gewissermaßen. Und wenn das so aussieht als nicht, dann wäre es eine Lüge. Ihr seid der Beste. Dankeschön. Ihr habt uns gerettet. Toll. Nochmals danke, oh Held. Ich gehe zu meinen Verwandten im Bowerstone. Ich hoffe, sie sind heil daheim angekommen. Bitte nehmt diese Belohnung. Von hinten sieht sie besser aus als von vorne. Schatztipp Nummer 1 übrigens. Quest abgeschlossen. Woo! Wir sind so mächtig. Wir sind voll heldenmäßig. Tralalalala. Okay. Ja. Weitere erfolgreiche Quest. Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile? 54.000. Och, das ist ja schon ein bisschen, aber noch nicht genug. Denn wir müssen ja knapp 100.000 oder so spenden. Beim Tempel von Avos. Da muss ich also noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Mal gucken, was für Quests wir jetzt noch bei der Heldengilde haben. Vielleicht kommen wir zwischenzeitlich auch nochmal was dazu, aber ich würde nicht unbedingt drauf wetten. Ich kann noch nicht genau abschätzen. Naja, also ich kenne Fable ja sowieso nur ohne Add-on, was ja hier in Fable Anniversary mit enthalten ist. Also von daher kann ich nicht genau abschätzen, wie weit es nach dem eigentlichen Ende dann noch weitergeht. Ein bisschen was wird da ja noch kommen, zwangsläufig. Ich bin gespannt in der Beziehung. Naja. Können wir jetzt eigentlich mittlerweile irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Erfahrungspunkte haben wir ja verdient. So, das haben wir alles maximiert. Auch hier haben wir mittlerweile alles maximiert. Jetzt geht's tatsächlich nur noch um Zauber und dergleichen. Zauberkraft haben wir auch maximiert. Aha, interessant. Ja, dann weiß ich jetzt offen gesagt auch nicht, was wir machen. Ich meine, genug Punkte für alles Mögliche haben wir. Wir können den Blitz maximieren. Oder wir könnten uns was ganz Neues eben kaufen. Anzünden. Lässt die Umgebung des Zaubernden in Flammen aufgehen. Oder ein simpler Feuerball. Hadouken! Oder so. Schlachtangriff. Göttlicher Zorn. Höllische Wut. Klingt schon irgendwie alles echt nett, oder? Gewaltsamer Rückstoß. Das ist so die Jedi-Macht. Ich glaube, den will ich. Der gewaltsame Rückstoß. Oh yeah. So. Kaufen wir uns hier noch und da noch und dort noch und könnten wir gleich auf die letzte Stufe bringen. Zack, maximiert. So.
Yay! Jetzt müsste ich den nur noch ab und zu mal einsetzen. Das müsste er sein, ne? Gewaltsamer Rückstoß. Wumm. Ist jetzt nicht so... Sieht jetzt nicht so doll aus, wenn keine Feinde um mich herumstehen, aber wir glauben jetzt einfach mal, dass es voll der dolle Zauber ist. Gut, Händlermassaker wollen wir immer noch nicht, Darkwood-Störung, nö. Räuberspion-Rettung. Eine Räuberbande hat euch gebeten, einen ihrer in einer Händlerkarawane festsitzenden Spione zu retten. Der Spion weiß nicht, dass man ihm... Na gut, komm. Wenn sie mich so nett drum bitten... Und wenn sie mir knapp 5700 Gold geben... Ohne Großtat. Miss Großtat nochmal ein paar Goldstücke mehr. Also, ja. Da lasse ich mich dann schon mal dafür... Also, da überreden. Macht den Quest. Nein, nicht nackend. Nehmt keinen Schaden. Okay. Erledigt diesen Quest und besiegt alle Wächter. Ja. Erledigt den Quest allein, ohne Räuber anzuheuern. Okay. Besiegt alle Händler. Okay. Das klingt jetzt alles aber eigentlich gar nicht mehr so nett. Buh, buh. Was, buh? Ihr nix, buh. Ja, ich bin der großartige Held. Guckt. Ich habe Donners Helm. Seht her. Seht ihn. Seht ihn euch an. Seht ihn euch ganz genau an. Ich bin der Bezwinger von Donner. Ich bin der größte Held, den die Welt jemals gesehen hat. So und nicht anders. Müsst ihr es euren Kindern verkünden. Und so weiter und so fort. Okay. Wenn ich das jetzt aber sowieso mache mit Wächter und Händler abschnetzeln und so weiter, dann könnten wir eigentlich auch das Händlermassaker beim nächsten Mal machen. Fällt mir gerade so ein. Wo muss ich denn jetzt hin? Wenn ich das so sehe, dann soll ich doch jetzt eigentlich, oder? Was? Moment. Der goldene Pfeil ist die Hauptquest, oder? Und der zeigt logischerweise in den Darkwood. Also muss ich doch jetzt nach Bowerstone, oder sehe ich das verkehrt? Wo ist denn... Moment. Schauen wir uns doch einfach mal im Questmenü an, auch wenn ich jetzt den falschen Knopf gedrückt habe. Und ich jetzt gerade wieder ein ganz klein bisschen Angst hatte, dass das Spiel wieder die Mücke macht. Ich meine, damit müssen wir ja jede Sekunde rechnen, dass das Ganze hier wieder irgendwie, Nee, nach Bowerstone muss ich. Tatsächlich. Ja. Ja, damit müssen wir ja jede Sekunde rechnen, dass das Ganze hier wieder die Mücke macht und ich das Ganze dann neu starten muss. Weil mindestens einmal in jeder Aufnahmesitzung muss ja das Spiel abkacken. Das gehört ja mittlerweile einfach irgendwie dazu, zum guten Ton. Und wenn ich dann sehe, dass die lieben Leute der Lionhead Studios irgendwie auf ihrem Twitter-Account ganz groß Fable Anniversary bewerben, da frage ich mich doch an der Stelle, habt ihr euer Spiel überhaupt mal gespielt? Ihr seid scheiße, ganz ehrlich. Ist wirklich so. Meine Fresse. Macht doch mal ein Spiel vernünftig. Vor allem ein Remake. Ich kann wieder Miete kassieren. Das ist toll. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal direkt nach Nordbowerstone durch. Wo auch immer das jetzt anfängt mit dem Räuberspion. Nordbowerstone? Oder eventuell dahinter erst? Richtung Windmühlenfahrt und so? Wer weiß das schon so genau? Hallo Lady Grey, schön dich zu sehen. Mensch, erinnerst du dich noch? Ich bin dein Ehemann. Tja, lange ist her, ne? Bowerstone, Gefängnis, Villa Bowerstone. Irgendwie... vermisse ich etwas? Was denn mit dir? Ich heiße Tanja. Ich bin eine getarnte Räuber-Geheimagentin. Gut zu wissen. Otto, unser Agent, hat heimlich eine Händlergruppe infiltriert. Aber das Netz zieht sich um ihn zusammen. Wir müssen ihn rausholen. Folgt mir. Meine Räuberbosse erklären dann mehr. Tanja, du siehst heiß aus. Darf ich dich heiraten? Nur mal so gefragt. Also ich meine... Ich habe da so ein schönes Haus in Nothol Glade, das ist quasi gesehen noch, also da könnten wir uns einnisten. Wäre jetzt nicht so verkehrt, finde ich persönlich, aber naja, okay. Wir wollen eine Handelskarawane überfallen.
Otto gehört zu uns und reist inkognito mit. Er hat bereits ein paar Sachen geklaut. Wir müssen unseren Mann da rausholen, bevor die Karawane dort eintrifft. Ihr könnt ihn leicht erkennen. Er ist der mit dem großen Schnäuzer. Sucht ihn, erregt seine Aufmerksamkeit oder bringt ihn dazu, euch zu folgen. Dann müsst ihr mit ihm zurück nach Nordbauerstone. Tanja und ich erwarten euch dort. Wir helfen euch, aber wir sind nicht dumm. Das kostet euch 100 Goldstücke pro Mann. Aber sämtliche Beute, die wir unterwegs machen, gehört euch. Braucht keine Unterstützung. Kommt. Die Karawane kommt nicht. Leute, ich reiß doch gleich hinterher. Ist doch in Ordnung. Gegen diese Wachen? Da braucht ihr mich. Das kostet euch 100 Gold. Nein. Von mir aus. Kommt wie... Ich brauche keine Hilfe, Leute, ehrlich. Das mache ich ganz alleine. Also Tanja hätte ich mitgenommen vielleicht. Aber die hätte ich dann woanders hin entführt. So, okay. Da. Ohne ein Kratz. Ah, ich bin so dumm. Och, körperlicher Schild. Ja. Ach, herrlich. So. Boom. Das war übrigens jetzt mein Zauber. Wir wollten ihn ja mal ausprobieren. Gut, okay. Wir haben ihn ausprobiert. Wir erfreuen uns daran. Das ärgert mich jetzt total, dass ich Quest nicht. Ach, ist egal. Gut. Wir werden es überleben. So, ja, hier Räuber, Wächterschnetzeln und so. Also Räuberschnetzeln natürlich. Ja, ja, das ist alles Räuber. Die haben sich nur getan. Also, das ist. Ich begehe nur gute Taten. Nur gute. Eindeutig. Ich bin der Guteste. Der Guteste. Der Guteste Held, den die Welt je gesehen hat. Ja, ja, das ist eindeutig so. Ihr wisst es alle. Ich vollbringe immer nur gute Taten. So, wo sind hier Räuber und so? Ah, da. Hier. Hey. Warum applaudieren die? So. Der mit dem Schnäuzer. Wer von euch hat einen Schnäuzer? Hä? Ah, du bist der Typ. Okay. Dann kann ich dich quasi gesehen umnieten. Das ist ein heimtückisches Verbrechen, egal so. Wer ihr auch seid. Muss ich dich jetzt nicht eigentlich einfach nur... Soll ich jetzt etwas tun, oder was? Ja, wie wär's, wenn du mir folgst? Also, Ausdrucksmittel? Grundhaltung? Nee. Bekanntheit? Ja, ja, bravo! Folgen. Folge mir. Folgst du mir jetzt? Ja! Warum bist du so begeistert? Ich meine, ist okay, dass ich so super bin, aber trotzdem, irgendwie macht mir das gerade Angst. Also irgendwann kann man es auch übertreiben, ganz ehrlich. Ich finde mich auch geil, aber irgendwie, das ist doch ein bisschen heftig. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll. Ach so, nee, Moment, hier geht's ja noch weiter. Hä, hier sind ja noch mehr Händler. Ihr seid jetzt ein Mörder. Der hat auch einen Schnäuzer. Wer ist denn nun der Richtige? Hä? Hallo? Also, du bist definitiv der Falsche. Du hast keinen Schnäuzer. Diamant. Oh, cool. Oh, ja, ja. Das hast du richtig bemerkt. Oder war das eine andere Händlerkarawane? Ach, das gehen ja noch ein paar weiter. Ah, und da haben wir den... Doch nicht. Oh. Ich wollte gerade sagen, da haben wir den Freeze des heutigen Tages. Nein, oh, das Spiel geht noch weiter. Ich bin hochgradig fasziniert jetzt gerade. Okay. Das sind mehrere Händlerkolonnen, Karawanen. Wie, du erkennst ihn ganz leicht am Schnäuzer? Hier hat jeder dritte einen Schnäuzer. Was soll der Scheiß? Ach so, ich glaube, der eine, der jetzt eben so grün geleuchtet hat, der könnte... Ja, ja, Kontakt mit euch aufnehmen, genau, das klingt so. Ihr gehört bestimmt zu meiner Bande. Holt mich hier raus. Ja, kriegen wir hin. Komm mit.